Das ist sicherlich auch ein wichtiges Geheimnis, dass man Dinge nicht nur nicht halb machen sollte, sondern sie ganz und konsequent, aber sicherlich auch mit einem Quäntchen Leidenschaft. Man muss seinen Beruf wirklich auch lieben. Ich glaube, nur dann kann man dort auch die Welt verändern zum Positiven. Dann wird man selber auch so viel Genugtuung daraus ziehen, dass das auch noch mal wieder eine neue Kraft gibt. Dann, wenn man etwas mit Leidenschaft macht, kann man auch Mitarbeiter begeistern und man dann gemeinsam losmarschiert. Wir stehen ja jetzt hier im Klinikerpark und da kann ich nur berichten, dass in den 70er, ich glaube es muss Ende der 70er Jahre gewesen sein, da wurde dieser Park neu gestaltet, man kann nicht sagen neu gestaltet, sondern restauriert, also wiederhergestellt. Und es gab geradezu einen Aufstand unter der Bevölkerung, nicht nur hier in Wannsee, sondern auch in Berlin allgemein. Denn der Park wurde ja sehr genutzt, seinerzeit gab es ja noch die Mauer und so weiter, wurde sehr genutzt als Ausflugsziel. Und der historische Park war eigentlich völlig überwuchert und fast verschwunden. Und das hat sich ja grundlegend geändert. Es wurden dann Bäume gefällt, Wege wieder freigelegt, gepflanzt und getan. Das ist überhaupt erst durch die Arbeit der Gartendenkmalpflege und ganz besonders durch Klaus von Krosigk, der das ganz energisch betrieben hat, das ist dann ins Bewusstsein gekommen. Und so geht man heute durch eine gepflegte Parklandschaft. Die ist enorm ausgedehnt und ist ein einziges Vergnügen. Aber das hat sich eben im Laufe der Jahrzehnte erst so entwickelt. Das war alles nach dem Krieg und in Mauerzeiten ganz anders. Es ist wirklich ein Paradies geworden. Wir haben insgesamt über 600 eingetragene Gartendenkmale, wozu natürlich königliche Parks gehören, wie der Schlosspark von Charlottenburg, der Park in Glienicke draußen, aber auch die großen Volksgärten. Und es gehören natürlich auch dazu unsere sehr schönen, wie ich finde, besonders schönen und Berlin auch auszeichnenden Schmuckplätze, sozusagen ein Naherholungsgrün, das man rasch erreichen kann. Das gehört von Anfang an zu meinen von mir besonders gerne auch angenommenen Aufgaben, mich der Stadtplatz, der Schmuckplatzqualität Berlins anzunehmen. 1986 auch den wunderbaren Savignyplatz wiederherzustellen. Und zwar in der Form, so wie ihn 1926 der Charlottenburger Stadtgartendirektor Erwin Barth geschaffen hat. Und das Schönste ist sicherlich die spiegelbildlich angeordnete, wunderbare Staudenrabatte,
die Erwin Barth sicherlich besonders wichtig war, denn er wollte die mit privatem Grün unterversorgten Bürger in einem dicht besiedelten Stadtquartier doch auch mit einer hohen gärtnerischen Qualität erfreuen. Und hier sieht man die Aster de Moses, ist eine Sorte, Professor von Kippenberg. Und das blüht auch schön blau. Und wir haben bestimmt mehr als 10.000 Stauden hier. Ungefähr 100 verschiedene Gattungen. Und auch die verschiedenen Arten und Sorten. Und durch den ganzes Jahr, man kann den schönen Garten sehen. Man ist nie langweilig hier. Es ist immer schön hier zu arbeiten und die Leute sehen, es sieht so schön aus. Und ich freue mich. Kriege ich natürlich auch von den Passanten ganz viel Lob, dass ich mich so um die Anlage hier kümmere und dass es denen halt ganz doll gefällt. Und es gibt ja halt auch viele, die sind wirklich jeden Tag hier. Fokus liegt natürlich erstmal auf den Rosen, ne? Sprich wässern, entkrauten, düngen, grubbern und halt auch schneiden. Und drumherum gibt es halt noch andere Sachen wie Hecke schneiden, die Weiden schneiden, dann den Wein und den Efeu sowie den Blauregen und halt Wildwuchs, Rasenmähen. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren hier noch Felder, hier war überhaupt nichts. Und dann kommt Peter Joseph Lenné und entwickelt seinen berühmten Plan der Schmuck- und Grenzzüge. Und in diesen städtebaulichen Plan, einer städtebaulichen Vision, hat er die Idee, den Landwehrkanal mit der Spree zu verbinden. Der Kanal hat im Grunde seine Hauptfunktion bis zum Ende des 19. Jahrhunderts dann als Wasserstraße, die Baumaterialien hierher brachte, eingebüßt, denn die Häuser standen dann. Und dann hat man tatsächlich in den 20er Jahren nach dem Ersten Weltkrieg überlegt, diesen Kanal zuzuschütten. Während der ersten Zuschüttaktionen wurde Erwin Barth hierher geholt als Stadtgartendirektor von Groß-Berlin. Und das Erste, was er machte, er stoppte sehr schnell die gesamte Zuschüttung des Kanales und sagte, nein, wir wollen diese Kanalbecken von Brücke zu Brücke als eine Grünanlage entwickeln. Natürlich kam dann auch 1990 sehr schnell die Überlegungen, wie gehen wir mit diesem wunderbaren Kanal um, nachdem Grabungen ergeben hatten, dass die Mauern ja noch weitgehend da waren, haben wir die Vorstellung gehabt, ihn ausgraben und im Sinne Erwin Barths wieder als ein Themengarten für alle wiederherzustellen, also auch als ein wichtiges städtebauliches Element, aber auch als eine Parksituation, eine Grünsituation, die eben dann auch wieder in der Lage ist, eine hohe soziale Bedeutung einzunehmen.
Jahrzehnte nach den Ereignissen 1848 ein Ort ist, der halt nicht durch irgendwie ein großes Symbol, sondern halt hauptsächlich für die Ideen, die hier steht, Ausstrahlung hat. Und gerade aber auch nach der Zeit der DDR, nach 1990, aber es wieder gesucht werden musste, wie mit dem Ort umgegangen wird. Vor etwa 10, 15 Jahren, als wir ja auch die Gartendenkmalpflege des Landesdenkmalamtes den Märchenbrunnen unten Grund instand gesetzt hat, war uns auch völlig klar, dass hier in diesem Volkspark Friedrichshain es eine zweite sehr wichtige Stelle gibt, um die wir uns zu kümmern haben. Und wir haben uns nicht nur um den wunderbaren Märchenbrunnen unten gekümmert, sondern zeitgleich auch uns um den Friedhof der Märzgefallenen. Das ist ja ein Thema, das im Übrigen wiederholt passiert ist, denn es hat tatsächlich Phasen gegeben, wo der Friedhof vernachlässigt worden ist. Und wir wissen aus der langen Geschichte dieses Friedhofs, dass es aber dann doch wieder fast in jeder Generation Bemühungen gab, diesen manchmal dann etwas heruntergekommenen Friedhof wieder Grund zu erneuern. Das, glaube ich, ist das Schöne auch in Berlin, dass man tatsächlich Parks aus über 300 Jahren vorfindet, bis in die jüngste Zeit. Es war auch immer das Thema, wie nutze ich die Gärten, die Parks, wie gehe ich damit um und wie entspreche ich auch den aktuellen Bedürfnissen einer Gesellschaft, die sich ja auch wandelt. Und dieser Wandlungsprozess darf und muss sich auch in den Parks widerspiegeln. Gärtner in der ganzen Welt verstehen sich auch als eine grüne Familie. Und überall haben wir eine gleiche Sprache gesprochen. Die Natur war uns wichtig und die künstlerisch gestalteten Gärten und Parks waren uns wichtig. Auch vor der Wende sind wir oft auch nach Ost-Berlin gefahren, wir sind nach Potsdam gefahren, wir sind in die Mark Brandenburg gefahren und haben den fachlich-menschlichen Kontakt gesucht und auch gefunden. Und das war ein
positives Erbe, das wir sozusagen gleich mit einbringen konnten nach der Wende in die sich neu bildenden Gartendenkmalpflegestrukturen. Für uns Gärtner spielte die Grenze eigentlich keine Rolle. Der Kontakt ging hin und her und die Verbindungen gingen sehr dicht. Es war nicht nur ein Briefwechsel, es waren Besuche von drüben, wir konnten ja nicht rüberfahren. Nach der Wende ging es eigentlich weiter wie bisher. Es wurde vieles einfacher, die Möglichkeiten waren da und es kam ja dann auch zu dieser Verbindung der Oststiftungsgärten mit denen der Weststiftungsgärten. Und auch die Verbindung zur Berliner Denkmalpflege war von Anfang an sehr eng. Wunderbar. Doch. Ja, da sehen Sie schon. Da auch. Das scheint eben auch eine alte Sorte zu sein. Die gab es schon im späten Mittelalter, ja.